Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es kamen jetzt die letzten Tage nicht sehr viele Videos von mir. Ich hatte wieder einiges zu tun, aber heute gibt es wieder ein schmackhaftiges Video. Ich habe mir jetzt hier auf dem zweiten Bildschirm eine kleine Notiz gemacht. Heute gibt es wieder, wie viel machen wir denn? 4 Lifehacks bzw. Tipps und Tricks in FL Studio, die ihr vielleicht noch nicht kanntet, euch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, diesen Tipp oder Trick, aber wusstet nicht, wie man das umsetzt. Deswegen würde ich sagen, wir switchen in FL Studio, sogar in mein neues Programm, in meinen neuen Remix, weil ich habe mir gedacht, ich zeige euch das da, weil der fast fertig ist und ein bisschen übersichtlicher. Deswegen lehnt euch zurück, Leute, holt euch wieder Popcorn oder sonstiges und wir starten. Los geht's. Wie fangen wir an? Was machen wir zuerst? Moment, ich muss hier kurz auf meine Liste schauen. Punkt 1, Vocal Reverb Effekt. So, was bedeutet das? Muss ich ehrlich zugeben, habe ich vor 2 Tagen erst selber rausgefunden, beziehungsweise bei einem YouTuber gesehen. Und der Effekt ist so simpel und sowas von nice. Deswegen habe ich mir gedacht, ich packe den auch gleich hier in dieses Video. Ich zeige euch jetzt mal kurz, also nicht den Remix, sondern ich zeige euch die Vocal. Moment, ich muss mal hier ein bisschen was umstellen. Ich spiele euch jetzt mal die Vocal ab, beziehungsweise den Track. Also der ganz normale Track von Shawn Mendes, Senorita. Und zwar der Effekt ist dafür da, wenn man zum Beispiel das Intro fertig hat und man will einen schönen Übergang vom Intro zum originalen Song machen, mache ich ja meistens immer so mit einer Fill-In oder so. Natürlich hier noch ein paar Impacts und Crashes. Das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. So, jetzt gibt's aber den Trick, noch smoother in die Vocal einzugehen. Und zwar ganz simpel, ihr nehmt hier oben, also ihr drückt hier oben auf den Edison. Der Edison ist eigentlich ja dafür da, dass ihr ein bisschen was cutten könnt, genau in die Details eingehen könnt. Zum Beispiel, ich habe jetzt, Moment, ich mache jetzt mal ein neues Projekt. Wie ihr wissen wollt, wie man ein neues Projekt macht, Rechtsklick, File, New, fertig. Jetzt suchen wir uns mal von der Vocal eine geile Stelle aus. Am besten nicht das Instrumental, sondern irgendeine Vocal. Also nur die Vocal selber. Da schon mal nicht. Immer noch Gitarre. Man sieht es auch hier schon, ich habe schon was vorbereitet. Hier so ein kleiner Abspann. Moment. Genau, also ungefähr bis hier. Das heißt, ihr geht jetzt mit eurem Cursor hier hin, am Start von der Vocal. Öffnet den Edison, geht hier auf Recording, hier auf den Punkt. So, jetzt nehmt ihr schon auf, jetzt wartet das Programm nur noch, bis ihr Play drückt. Jetzt gehen wir, Moment, ich schieb das mal hier rüber. Jetzt gehen wir hier rein und drücken einfach mal Leertaste. Genau, jetzt habt ihr einen Edison sozusagen. Ich spiel's euch mal ab. Genau, das, was ihr gerade recorded habt, habt ihr jetzt in dem Edison. Und da gibt es die Funktion, also ihr geht hier ganz an den Anfang. Zoomen wisst ihr mittlerweile, STRG und Mausrad nach oben. Schneiden wir mal den Anfang hier raus. Genau, jetzt schauen wir ans Ende noch. Schneiden wir auch mal raus. Genau, hört sich schon mal geil an. Also jetzt macht sie einen Rechtsklick und geht auf Tools. Hier unten Reverse, geht auch mit Alt und Left. Das machen wir gleich mal. Alt und nach links. So, jetzt haben wir den Clip sozusagen umgedreht. Genau, und jetzt aktiviert sie hier oben noch so einen schönen, smoothen Übergang. Das heißt, von leise auf laut. Ist jetzt nicht perfekt, also ich hätte auch eine andere Stelle von der Vocal hernehmen können, aber ich will euch das Ganze mal zeigen. Und zwar könnt ihr dann hier mit diesem, mit dieser Maus hier und dieser Datei gedrückt halten, könnt ihr diese File reinziehen. Und die ziehen wir uns jetzt mal ins Intro. Ich habe hier unten schon mal was gemacht. Das muten wir gleich mal. So. Und das schieben wir uns jetzt mal genau dahin, zum Anfang von dem originalen Song. Und
Moment, ich mach mal die Dinger weg. Es ist jetzt nicht perfekt, aber ich kann es euch ja so nochmal zeigen. Also man kann dadurch oder damit einen schönen Übergang machen in das Intro. Wie gesagt, diesen Trick habe ich vorgestern erst rausgefunden bzw. gesehen und ich finde den sowas von geil. Ich zeige euch mal den, was ich hier eingebaut habe. Der hört sich schon geil an. Das heißt, ich habe den Clip einfach, wie gerade schon gezeigt, umgedreht, hier diese Fade-In-Ding angeklickt und hört sich einfach mega, mega geil an. Ich zeige es euch mal so, ohne das hier. Und schon habt ihr einen richtig schönen, smoothen Übergang. Punkt Nummer 2, es werden heute nicht viele sein, weil ich habe schon wieder 10 Minuten Videomaterial, was sowas von geil ist. So, Punkt 2, mit Off-Bass arbeiten, so steht es zumindest in meinen Notizen, habe ich erst seit kurzem angefangen damit zu arbeiten. Das heißt, ihr habt euren stinknormalen Bass, den zeige ich euch gleich mal, zack, zack. Stinknormaler Bass, genau. Und ich habe jetzt hier den ersten Bass eingefügt. Der hört sich so an. Und ich finde, hört sich zwar nicht schlecht an, aber da fehlt was. Wie das Ganze funktioniert, werde ich wahrscheinlich auch noch separat in einem Video machen mit Off-Bass. Welchen Off-Bass? Obwohl, dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, sondern ihr packt euch einfach andere Bässe in euer Pad dann rein und das Ganze hört sich dann so an, wenn ihr zum Beispiel 2-3 Bässe drunter legt, das heißt Volumen regulieren, nach unten pitchen bzw. nach unten drehen. Ich spiele es euch jetzt mal ab. So, zweiter Bass und dritter Bass und es hört sich viel, viel geiler an. Das heißt, arbeitet mit mehr Bässe, desto größer oder desto besser hört man auch diesen Bass dann raus, beziehungsweise auch in eurem Intro. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal. Das mal aus. Mit 3 Bässe jetzt. 3, 2, 1. Genau, das war jetzt Punkt Nummer 2, also wie gesagt, arbeitet mit Off-Basses. Es gibt auch, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich euch in meinen Sample-Packs, die ich euch schon mal geschenkt habe, Off-Basse reingepackt habe, weil zum Beispiel der Ordner vom Bente hat auch solche Off-Beats, glaube ich, irgendwo. Oder hatte er mal. Moment. Auf jeden Fall gibt es irgendwo in meinem Sample-Pack, ich weiß jetzt nicht mehr wo, gibt es noch spezielle Off-Bässe. Das heißt, die sind schon viel, viel leiser, haben halt viel mehr Bass von unten raus sozusagen oder im Hintergrund kommen die Bässe dann raus. Und genau, was machen wir noch? Vocal Pitching, also ich glaube, das wären einfach nur 3 Lifehacks, 3 Tipps und Tricks. Pitching, wussten auch viele nicht, ist ziemlich geil. Wo kann ich euch das am besten zeigen? Sagen wir einfach mal diesen Part hier. So. So, das Ganze kann man jetzt einfach pitchen und es ist wirklich sowas von easy. Ihr geht einfach hier in diese Übersicht, in den Channel Rack, öffnet hier, weil wie gesagt, ich habe ja mit Sample Packs gearbeitet, geht hier ganz normal in diese Einstellung oder in diese Übersicht und hier findet ihr einen Regler, da steht auch schon Fat Pitch. Und wir können jetzt hier, also hier oben habe ich mir die Länge markiert, von wann bis wann der Pitch oder beziehungsweise der Automation Clip gehen soll. Drücke hier auf Pitch, Rechtsklick, Create Automation Clip. So, jetzt muss ich den nur aktivieren. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Genau, ich kann ein bisschen reinzoomen. Also man sieht jetzt hier schon, die Linie ist gerade. Wenn ich jetzt aber die Linie nach oben ziehe, genau, und hier an dieser Zahl könnt ihr noch verändern, wie hoch dieser Ton gehen soll. Das heißt, gehen wir jetzt mal auf die 12. Genau, und das Ganze könnt ihr auch nach unten machen.
Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Moment, wenn wir es jetzt so machen. Leute, jetzt habt ihr mich gerade auf eine Idee gebracht. Paste? Jetzt probieren wir es mal. Moment. Okay, hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, aber ich glaube, das passt nicht. Nee, das passt nicht. So Leute, Video ist jetzt lang genug. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen wieder ein paar Tipps geben. Wie gesagt, den ersten, den Vocal Reverb Effekt, habe ich seit vorgestern erst kennengelernt. Und ich finde den sowas von geil. Das heißt, jetzt weiß ich immer oder jetzt kann ich immer vom Intro zum Übergang zum originalen Song einen schönen, smoothen Übergang machen. So, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, zeigt diesen Kanal auch euren Freunden, die Musik machen oder damit anfangen wollen. Vater, Mutter, Oma, Opa, Hund, Katze, scheißegal. Wir gehen langsam auf die 1000 Abos zu. Ich freue mich schon mega, mega geil. Seid gespannt, was da kommt. Wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt, wie gesagt, Ideen und sowas, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich jetzt ab. Ich werde jetzt noch schlafen gehen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, Leute. Haut rein, bis dann. Und... Cut the record, let's be fair.